Kommen wir nun zur zweiten Schlagzeile von Dieter, dem, die wahrscheinlich wieder ironisch gemeint sein wird. Reichsbürger und Islamisten prügeln sich laut dem nämlich um die Machtergreifung. Wie gesagt, ich glaube, dem meint das nicht ernst, sondern eher so überspitzt und sarkastisch. Gerüchte, Schüsse werden fallen, Dieter. Ich komme damit zu meiner Schlagzeile. Was sollst du tun? Reichsbürger und Muslime kloppen sich um Machtergreifung, sagst du. Ja, ich halte das natürlich für eine Farce. Ich halte das genauso für eine Farce, wenn Reichsbürger sagen, wir wollen eine Machtergreifung, wie wenn jetzt Islamisten sagen, das Kalifat ist die Lösung. Ich mag die Islamisten nicht, ich mag die Reichsbürger nicht. Ja, aber vielleicht etwas zu unserem Herangehensweisen, zu unserer inneren Einstellung in unseren Herzen. Es gab ja in der letzten Woche nicht nur das Schandurteil gegen Ulrike Gero, Professor Ulrike Gero, wo ein Richter es wirklich fertiggebracht hat mit abenteuerlichen Begründungen dieser mutigen Frau, ein Berufsverbot zu verpassen, sondern es gab ja auch den Prozess gegen Höcke. Zu Höcke will ich sagen, ich war der Erste, der gegen ihn eine Strafanzeige gestellt hat, weil ich diese schwurbelige Aussage Mahnmal der Schande zu den Erinnerungen der KZ-Opfer in Berlin für doppelbödig hielt, so wie manches bei ihm doppelbödig ist. Aber jetzt muss ich wirklich sagen, bin ich froh, dass er nicht verurteilt wurde. Und dass ich kann mir auch gar nicht vorstellen, dass man für den Satz alles Gute für Deutschland oder auch Sinngemäßes in Deutschland verurteilt werden kann. Es ist der Amtseid des Bundeskanzlers, nicht alles Gute für die USA durchzusetzen, sondern nicht alles Gute für Italien durchzusetzen, sondern für das Land, in dem er gewählt worden ist. Und das ist, glaube ich, die innere Einstellung dabei, dass wir uns nicht zurücklehnen und sagen, ja, jetzt hat's den getroffen. Na, jetzt steht der am Pranger. Und am Ende ist dann niemand mehr da, der am Pranger steht und du kommst eben selber dran. Nur zu den nackten Zahlen. In Hamburg haben 1000 Menschen demonstriert und 3 von ihnen sollen wohl ein Plakat, eins habe ich gesehen, hochgehalten, ob es 3 oder 4 waren, ich weiß nicht, Kalifat ist die Lösung. Menschen, die schwer verzweifelt sind, zu einem Teil, weil eben wirklich diese Vertreibung, die ist ja offen von Ben-Gvir, einem Minister von Netanyahu, angekündigt worden. Er möchte alle Palästinenser vertreiben. Das ist nun mal eines der Kriterien. Ja, ich glaube, da muss man trennen. Also bei dieser Kalifatsdemo, da gab es einmal diese politische Forderung nach dem Kalifat, die ist abzulehnen. Und dann gab es noch zahlreiche Solidaritätsgrüße, jetzt nicht nur Palästinensern, sondern auch zu den Uiguren oder zu anderen islamischen Minderheiten, sonst wo die irgendwie unterdrückt werden. Also das sollte man trennen. Das eine, wie gesagt, Solidarität mit Menschen, die unterdrückt werden, ist jetzt, glaube ich, nichts Falsches. Aber das andere, Kalifatsforderungen, die sollte man, glaube ich, schon klar kritisieren. Begriff Völkermord. Und Nicaragua wurde zwar in der einstweiligen Verfügung abgeschmettert, aber es wurde in dem Urteil sehr viel Kluges vom Menschenrechtsgerichtshof gesagt. Das ist also ein Teil davon. Und dann gibt es diesen faschistischen Minister, der sich selber brüstet, Faschist, homophober Faschist zu sein, Smotrich in dem Regime von Netanyahu. Man kann es gar nicht oft genug sagen. Da gibt es keine Aussage unserer Regierenden, keine Aussage, dass sich hier einer direkt Faschisten nennt und in einer Regierung Netanyahu in einem Kriegskabinett drin bleibt. Da ist also Verzweiflung. Diese Verzweiflung wird natürlich instrumentalisiert von Islamisten, von denen ich einen Teil auch gerne abschieben würde. Das ist gar keine Frage. Also wer sich zu islamistischen Terror des Islamischen Staats bekennt und dazu aufruft, und der hat jedenfalls keinen Anspruch auf irgendein Asylrecht in Deutschland, nur um das deutlich zu sagen. Aber es sind nach Zahlen des Verfassungsschutzes 11.000 Salafisten, Islamisten in Deutschland. Das ist eine sehr begrenzte und seit einigen Jahren auch stabile Zahl. Die weiten sich nicht aus. Die haben also auch keine besonders überzeugenden Argumente, jetzt von 11.000 auf 20.000 oder dann auch exponentiell anzuwachsen. Aber es sind 11.500. Bei den Reichsbürgern sind es 22.000, geschätzt nach Verfassungsschutz. Ich bezweifle diese Zahl zutiefst. Dann werden Waffen gezeigt. In Wuppertal legte man dann Waffen hin, musste dann aber eingestehen, der Besitzer dieser Waffen hatte einen Jagdschein und war Jäger. Dann schlagen da so voller Lade aus dem Gipskrieg, also die irgendwie ein paar Jahre alt war, die er auch noch gesammelt hatte, dann auf dem Tisch, die dann stolz von der Polizei präsentiert wurden. Das ist ein Fake, das ist eine Inszenierung. Und wenn dann Biden unterstellt wird, sie planen in Deutschland eine Machtergreifung wie Adolf Hitler 1933, dann kann man diesen Schabernack nur eigentlich als Kabarettist, Karikaturist auf die Schippe nehmen. Und ich bin ganz froh übrigens, dass der Polizeipräsident von Hamburg, Schnabel, noch einmal gesagt hat, es geht nicht darum, bei einem Verbot oder einem Polizeieinsatz zu prüfen, obwohl
glaube ich, die Maßnahmen völlig unverhältnismäßig waren. Aber er hat das wenigstens gesagt. Sonst geht darum, ist die Demonstration friedlich oder nicht friedlich? Einzig und allein darum geht es. Und andere Organe, nicht die Polizei, haben hinter die Gesichter der Demonstrierenden zu blicken und dann möglicherweise irgendwelche Einschätzungen oder Spekulationen anzustellen. Das kann jeder Journalist im Land der großen und sehr eingegrenzten Meinungsfreiheit, auf der einen Seite groß, auf der anderen Seite klein, dann sicher tun oder auch nicht tun. Aber der Schnabel, also dieser Polizeipräsident, er hat das, glaube ich, sehr deutlich gesagt. Nein, das ist, es gibt weder eine Drohung der Machtergreifung von den Reichsbürger, völlig ausgeschlossen. Ich verwette Haus und Hof, dass es niemals auch nur einen ernsthaften Putschversuch wie den gescheiterten Hitlerputsch Anfang der 20er Jahre in München auch nur von den Reichsbürgern geben würde. Und es gibt auch wahrscheinlich nicht die geringste Anstrengung, dort ein Kalifat in Deutschland zu errichten. Ich halte das für an den Haaren herbeigezogen, und damit soll eingeschüchtert werden. Darum geht es. Es geht um Einschüchterung. Es geht darum, dass Menschen skandalisiert werden. Im Bundesnachrichtendienst gibt es den Begriff der Spezialbehandlung. Was heißt Spezialbehandlung bei bestimmten Multiplikatoren? Da musst du besonders hellhörig sein, Paul. Könnte auch mich getroffen haben. Spezialbehandlung heißt schlechte Einträge bei Wikipedia organisieren. Zweitens Drosselung der Reichweite. Also zu schauen, dass man bis zu 80% der YouTube-Reichweiten, der Reichweiten in den sozialen Medien drosselt. Und Spezialbehandlung heißt eben auch, dass dann, wenn diese Menschen öffentlich auftreten, zu schauen, dass sie möglichst wenig Säle bekommen und dann die Werbung auch beeinträchtigt wird, etc. etc. Also alles das ist die Spezialbehandlung. Eigentlich die Standardbehandlung für uns, Dieter, oder? Ja, kann man schon. Ich habe ja da ein Buch, meine schönsten Skandale, drüber geschrieben, in dem ich das versucht habe, mal ein bisschen heiter, auch mit der ganzen Stasi-Geschichte, du kennst das ja, und mit dem ganzen Ding, wo die Bild-Zeitung auf der Titelseite schrieb, sind Sie ein Mörder, Herr Dehm? Das stand dann auf der Titelseite wenige Wochen, nachdem ich die Deutsche Bank eine Verbrecherorganisation genannt hatte. Die Bild-Zeitung hat dann diesen Prozess natürlich verloren. Das war auch eine Rüge wert für den Deutschen Presserat. Ob die heute nochmal sowas aussprechen würden, sei dahingestellt. Also, na, es berichtet ja keiner. Also schon als der Deutsche Presserat noch gewissenhaft Rügen verteilt hat, war es den Medien ja relativ egal, weil diese Rügen halt keine Folgen hatten. Da gibt es diese Möglichkeiten, Skandalisierung und eben schauen, dass die Menschen, auch Menschen, die dabei betroffen sind, keine Berufe mehr bekommen. Dann gibt es kleine Schikanen wie bei dir, wie bei Kevan und anderen, die Kontosperrungen, also ihnen möglichst im privaten Reproduktionsbereich so viele Schwierigkeiten wie möglich zu machen. Vielleicht darf ich zum Abschluss dieses Monologs noch zwei Sätze zu Dieter Hallervorden sagen, dessen Textvorlage, dem ich ja die Textvorlage für das Video und Gedicht und Lied Gaza Gaza geschrieben habe. Das ist ja für Sie so ganz erstaunlich, und das zeigt auch ein bisschen die Grenzen der Spezialbehandlung. Da haben Sie den beliebtesten Volksschauspieler Deutschlands, der Intendant von drei Bühnen ist, fast jeden Abend noch auf der Bühne steht mit seinen 88 Jahren, in ihr Visier genommen, und dann kamen diese ganzen aggressiven Kommentare. Und dann haben Sie gemerkt, dass Sie damit 8 Millionen Menschen zum Zugriff auf das Video gebracht haben. Sofort stoppte das. Also das hatte 48 Millionen. Also ich würde auch mal interessieren, wie Dieter Dehm das zählt, ob das wirklich nur die original hochgeladenen Videos sind, die er jetzt zusammenzählt, oder auch diese ganzen zweit hochgeladenen mit dazuzählen. Ich meine, das haben ja dann viele Leute auch noch auf TikTok veröffentlicht und so. Ich meine, du kannst ja Videos einfach kopieren und dann auf anderen Plattformen nochmal hochladen. 72 Stunden, eine riesenhohe Virulenz, und dann siehst du richtig, es bricht ab, weil sie alle irgendwo von irgendwelchen Seiten, möglicherweise auch durch Gespräche mit journalistischen Kollegen in der Kantine, kann auch anders gemacht werden, dann mitgesagt, ihr erreicht ja gerade im Moment das Gegenteil, 8 Millionen Menschen. Eine Riesensympathiewelle für Dieter Hallervorden. Wir werden am 8. Mai uns mit ein paar interessanten Leuten, mit Jens Fischer-Rodrian, den du ja auch kennst, der großartige Musiker, in München treffen und dort auch ein paar Namen verlesen. Wir werden die ganzen Artikel, die gegen Dieter Hallervorden abgefeuert wurden, dort mal vortragen, auf einen Video, auf einen Monitor beamen und dann auch mal Namen erwähnen. Und vielleicht zum Abschluss nur zwei Namen aus meinem persönlichen Umfeld. Rief mich ein Steve Sova von T-Online an, das ist einer der Namen, den wir auch in München dann zelebrieren werden, und sagte, er möchte also ein Interview mit mir. Dann habe ich ihm gesagt, aber Sie kennen die Berliner Regel für Journalisten. Wenn Sie ein Interview führen, dann wird das anschließend mit den Zitaten dem entsprechenden, der hier zitiert wird, vorgelegt, und er redigiert und autorisiert sind. Bevor die nicht autorisiert sind, verlässt keiner dieser Zitate irgendwie ihren Monitor oder ihren Laptop. Da wurde er schon pingelig. Dann sagte er, aber sind Sie denn bereit? Und da habe ich gesagt, ja, also wissen Sie, ich kenne auch den Trick. Sie stellen mir
neun Fragen. Eine ist, sagen Sie ja dem, warum sind Sie eigentlich so schön? Die zweite Frage ist, warum sind Sie, wenn Sie so schön sind, trotzdem so klug? Und die dritte Frage ist, sind Sie nicht auch ein Antisemit? Und wie stehen Sie eigentlich dann dazu? Und wenn man dann so ein bisschen in die Stimmung gekommen ist und das Gefühl hat, der Frager meint es gut mit einem durch irgendwelche schmeichelhaften, speichelleckerischen Komplimente, dann kommen die harten inquisitorischen Fragen, die man dann so aus dem Zusammenhang reißt, dass man dann einen halben Satz hat. Und dafür ist das ganze Interview nur gemacht. Also das ist dann zwei Seiten lang, aber der eine halbe Satz, darum geht's. Und das habe ich gesagt, also Sie dürfen immer ganze Passi bei mir streichen, aber Sie können nicht in einem Passus Zitate kürzen, sondern Sie dürfen nur den ganzen Passus zitieren oder gar nicht. Dann schrieb er mir zurück, also wir haben in der Redaktion gesprochen, ja, wir sind bereit dazu, und stellte er mir die Fragen, dann schickte ich diese Fragen an T-Online. In den Fragen war nicht ein halbes Sätzchen, was er hätte irgendwie antisemitisch oder sonst wie hätte drehen können. Und dann schrieb er mir zurück, wir haben in der Redaktion gesprochen und brauchen dann doch diesen Beitrag nicht, werden ihn nicht veröffentlichen. Das war in der Zeit, als sie dann merkten, sie haben sich mit Dieter Hallervorden dann eben doch den falschen Gegner ausgesucht. Dann kam ein Herr Jörg Ratscher von der dpa. Ich bin wieder mit dir online, lieber Dieter. Ich verstehe es einfach nicht. Ja, ja, ich weiß, dass du viel schlauer bist, den erstmal gar nicht ans Telefon gehst, wenn die anrufen oder den Telefonhörer gleich aufhängst. Das ist dann, nein, so hast du es weder gemeint noch gesagt. Aber warum denn mit? Ich würde die zu einer Live-Debatte in meinen Stream einladen, ganz ehrlich. So, wenn Sie reden wollen, dann gerne, aber dann zu meinen Regeln. Das ist ein Werbekonzern, das ist der Konzern Ströer Außenwerbung. Die leisten sich Transjournalisten oder Journalistendarsteller, die das Gegenteil von Journalismus betreiben, um auf Bahnhöfen, natürlich auf Kloniveau, irgendwelche diffamierenden Dinge zu posten. Warum lieferst du diesen Leuten auch noch Material für ihre Latrine? Ja, ich hab's ja auf meine Weise auch nicht ganz blöd gemacht, denn es kam ja nichts, weil ich das doch so formuliert habe, dass er da nicht den Passus gefunden hat und weil ich mir vorher habe die Zusicherung geben lassen. Das kannst du aber auch anders machen und natürlich hast du im Prinzip recht. Bei bestimmten Leuten ist der Hopfen und Malz im Vorhinein schon verloren. Vielleicht der letzte Dings noch, da kommt ein Herr Jörg Ratscher von der dpa und dem teile ich mit, dass immerhin ein Gruß von dem Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, vorliegt, überbracht von Professor Dr. Jean Ziegler, der Sonderbotschafter bei der UN war und auch im Menschenrechtsrat der UN. Und dann kommt dann kurz danach, er hätte halt mit dpa gesprochen, sie interessieren sich nicht für den Generalsekretär der Vereinten Nationen, der sich mit Dieter Hallervorden solidarisiert hat und gesagt hat, also in diesem Falle durch Jean Ziegler, und gesagt hat, es ist nichts an Antisemitismus bei dem Dieter Hallervorden in diesem Gedicht drin. Also das zeigt so schlaglichtartig, wie die operieren und wie das alles, es geht nicht darum, eine sachliche Information, ja, der Generalsekretär der Vereinten Nationen, der Sonderbotschafter Jean Ziegler, Erfolgsautor mit zahlreichen Büchern, sich mit Dieter Hallervorden solidarisiert, sondern es geht einfach nur darum, ihre Information soll durch und was nicht ihrer Information oder sogenannten Information entspricht, wird eben ausgesondert. Und das ist die Zeit, in der wir gerade sind, wobei ich eben hoffe, dass wir da eine größere Vernetzung der freien Medien hinbekommen können. Ja, ich stimme denen im Wesentlichen zu. Im Ergebnis, die da heute aber für richtig einen Unterschied zwischen Islamismus und sogenannten Reichsbürgern klarzumachen. Du hast doch völlig recht, ja, wenn du sagst, der Islamismus bedroht Deutschland genauso sehr wie Wanderkröten. Also nur dann, wenn wir selber uns ähnlich wie die sogenannten Covid-Opfer in China lautschreiend hinschmeißen und selber für tot erklären, weil er eben kein Gegner ist. Darauf weist du aus meiner Sicht völlig zu Recht hin, ob es 11.000 Menschen sind, wenn denn dieser Lügenverein der Neo-Stasi-Verfassungsschutz hier mal die Wahrheit sagen sollte. Was werden sich nichts gegen meine geliebte Stasi. Ja, ja, klar. So, arbeitest du dann auch für den Verfassungsschutz? Wir müssen nochmal deine Akte schauen, Dieter. Nein, also nehmen wir jetzt einfach mal an, dieses Stasi-Schwein Haldenwang sagt die Wahrheit. Das ist zwar schon eine absurde Annahme, aber nehmen wir es trotzdem mal an. Dann ist für mich immer noch nicht plausibel, wie 11.000 noch so gewaltbereite Wahnsinnige den Bestand der Bundesrepublik irgendwie gefährden könnten. Denn wir hätten, wenn wir unsere Sicherheitsbehörden zusammenkratzen, so schlecht sie sein mögen, immer noch genug Menschen, uns dem entgegenzustellen. Das bedeutet ganz einfach, der Islamismus bedroht unser Leben nur so sehr, wie unsere Regenten es denn zulassen. Und wir müssen uns die Frage stellen, warum lassen sie es zu, dass solche offenkundigen Wahnsinnigen, die das Kalifat... Okay, stoppen wir mal an der Stelle. Ich glaube, jetzt kommt eine andere Analyse. Aber bis hierhin würde ich 100% zustimmen. Also bis hierhin würde ich zu 100% zustimmen. Das ist so ziemlich auch das Gleiche, was der gute Proletopia. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Er hatte da so ein Reaktionsvideo gemacht und darauf... Dafür wurde er übelst kritisiert, nach dem Motto, nein, der Islam ist dort die gefährlichste, und nicht nur der Islamismus, sondern der Islam allgemein ist die gefährlichste Ideologie, die wir aktuell haben. Riesengroßer Schwachsinn, ihr habt es gerade gehört. 11.000 Leute
wenigsten davon bewaffnet, die gefährden wohl kaum den Bestand der Bundesrepublik. Das muss man einfach so realistisch sehen. Ich meine, die Ideologie mag, glaube ich, keiner von uns, aber man sollte die realen Kräfteverhältnisse jetzt nicht falsch einschätzen, nur weil man die Ideologie nicht mag. Da sollte man sich, glaube ich, schon ehrlich machen. Also gefährlich für die Demokratie in dieser Republik sind Verfassungsfeinde wie Nancy Faeser, sind komplett inkompetente Minister wie Robert Habeck und Christian Lindner, die gerade dabei helfen, unser Land zu deindustrialisieren, die gerade unsere wirtschaftliche Basis vertreiben. Also wenn hier eine schwere Wirtschaftskrise herrscht, weil große Teile unserer Industrie abgewandert sind, dann kriegen Extremisten Zulauf und dann kriegen bestimmt auch Islamisten Zulauf, dann kriegen Reichsbürger Zulauf. Aber dann sehen wir hier ganz andere Verhältnisse, als wir sie gerade sehen. Also das sind die Zutaten für den Untergang der bundesdeutschen Demokratie. Die werden von den Leuten geschaffen, die gerade an der Macht sind. Und nicht von 3000 Leuten, die in Hamburg stehen und laut grölend ein Kalifat fordern. Da sollte man sich schon ehrlich machen. Kalifat ausrufen, es sind ja Männer von 20 bis 40 eventuell, so in der Altersspanne erschienen die, vielleicht auch ein bisschen älter, aber es sind keine Frauen dabei. Und wir dürfen einfach mal annehmen, dass diese Kalifats-Islamisten ziemlich misogyne Sexisten sind, das kommt obendrauf, das ist ja diesen Radikalen auch eigen. Ja, solchen in vielfacher Hinsicht gestörten Männern ist das oftmals eigen, dass sie da Frauen eben aus allem ausgrenzen. Bei allen Problemen, lieber Dieter, die wir mit Frauen kennen, ganz sicherlich, ja, trotzdem integrieren wir sie so gut wir können in unser Leben. Aber wir sagen, es ist ja bezeichnend, was wir da sehen. Damit will ich sagen, ich halte diese Menschen für hochgradig gefährliche, gewaltbereite Wahnsinnige, ja, die sehr wohl Messermorde begehen, die sehr wohl sicherlich unser Ordnungssystem umstürzen wollen, die unser Leben bedrohen wollen und sicherlich alles Mögliche mit Gewalt bereit sind durchzusetzen. Aber die entscheidende Frage ist eben, wie sehr sind sie tatsächlich dazu in der Lage? Und da bin ich mit dir im Ergebnis einer Meinung, nur so sehr, wie wir sie eben lassen. Also warum lassen wir sie? Und da sind wir bei den sogenannten Reichsbürgern. Da wird es dann gänzlich absurd, denn da haben wir offensichtlich nicht mal ein paar virile junge Herren, die sich irgendwo versammeln und mit realer Kampfbereitschaft irgendetwas machen wollen, sondern haben wir allenfalls einen Rollatorputsch, eine Putschinszenierung, ein Staatstheater von älteren Herren. Wieder, Dieter, ich will dir nicht zu nahe treten, ich bin selbst fast in dem Alter. Ja? Und auch die können es ernst meinen, aber wenn unser eins denn mit einer Keule bewaffnet oder einem Vorderlader die Treppen des Reichstages hinaufstürmen würde, dann ist davon auszugehen, dass der junge Wachhabende, selbst wenn er über kein Sturmgewehr verfügt, das relativ schnell beenden kann. Also bei den Reichsbürgern wird es eben gänzlich lächerlich, so etwas inszenieren zu wollen. Insofern sind sie dann gleich. Obschon ich meine, dass die ganze Szene der sogenannten Reichsbürger, lass es von mir aus auch nochmal 22.000 sein, auch wenn ich noch nicht ganz begriffen habe, was alles Reichsbürger sind und was nicht. Aber nehmen wir mal die Menschen, die sagen, die Bundesrepublik gibt es gar nicht. Aus meiner Sicht eben auch ein veritabler Wahnsinn und ziemlicher Blödsinn. Meistens Hobbyjuristen, die unter Hinweis auf irgendwelche obskuren Paragraphen und Artikel behaupten, die Bundesrepublik sei eine GmbH. Das sind Menschen, denen man, glaube ich, eher psychologisch-psychiatrische Hilfe anbieten muss, als sie jetzt weiter lächerlich zu machen. Aber wenn es 22.000 denn sind, ja, dann gilt für die im Ergebnis genau das Gleiche wie für diese Islamisten. Aber die Gefährlichkeit ist eine andere. Das beweisen solche Personen wie Hamed Abdel-Samad, Dieter, den du vielleicht auch kennst. Ich hatte die Freude mit Hamed Abdel-Samad, dem großen Islamkritiker, der im Wesentlichen ja in den skandinavischen Ländern seine Arbeit verrichten muss, weil er in Deutschland, wo er lebt die meiste Zeit, in Berlin, nur noch unter stärkstem Polizeischutz auch irgendwo öffentlich auftreten kann. Wer einmal mit Hamed zusammen in einem Café saß und dann merkt, oh guck, der Personenschutz des Landeskriminalamtes Berlin kann auch sinnvoll sein, wenn nämlich nicht den halben Raum ausmacht, denn er hat mehrere Fatwas auf sich laufen und hat allen Grund davon auszugehen, dass er ohne Polizeischutz in ganz Europa quasi ständig Mordanschläge abbekommen würde. Also diese Islamisten sind brandgefährlich, sind gedungene Mörder. Ja, also dafür sind 11.000 Islamisten, nehmen wir die Zahl jetzt einfach mal, wie gesagt, ich halte den Verfassungsschutz auch nicht für eine seriöse Quelle, aber nehmen wir das einfach mal. Dafür reichen 11.000 Leute auf jeden Fall aus, um eine Lebensgefahr für jeden darzustellen, also für einzelne Personen darzustellen. Also das mag auf jeden Fall so sein. Und islamistische Bewegung, ich meine, es gibt ja auch nicht nur den Islamismus, das sind ja unterschiedliche Ideologien. Es gibt den politischen Islam nach Hassan al-Banna, es gibt den Wahhabismus, es gibt ja Salafismus, noch mal so eine Leitvariante davon. Also es gibt verschiedenste islamistische Strömungen, es gibt dann kritischen Islamismus, also so Marke Iran, das ist ja auch nicht eine kohärente Ideologie, deswegen
Ja, aber das, was Paul Brandenburg hier gesagt hat, stimmt auf jeden Fall. Also für einzelne Leute, die gegen die islamistische Prediger dann hetzen, die Fatwas auf diese Leute ansetzen, also für die ist das auf jeden Fall gefährlich. Sie wollen morden, sie wollen mit Gewalt umstürzen, aber die Frage ist im Ergebnis, warum lässt unser Regime es zu? Da stimme ich dir völlig zu, weil es für dieses Regime nützlich ist. Weil vielleicht es für Frau Kuhnert nützlich ist, diese Feindbilder zu inszenieren. Ja. Und die Menschen vielleicht darf ich feind. Darf ich nochmal nur hinzufügen, wir haben ja die Geschichte dieser Islamisten auch vor Augen. Es sind meistens sunnitischer Herkunft, also Hamas, Muslimbrüder und der Islamische Staat, der diese Kopfab-Terroristen. Ja, das sind aber zwei unterschiedliche Strömungen. Islamischer Staat ist, ich weiß jetzt nicht, ob die sich selber als Wahhabiten sehen, aber ist auf jeden Fall dieser ideologische Pool, aus dem. Also ich meine, der Islamische Staat ist ja eine Nachfolgeorganisation von Al-Qaida im Irak und Al-Qaida wurde von Osama bin Laden gegründet. Der ist ein saudischer Islamist gewesen. Also kommt aus der wahhabitischen Richtung. Und Hamas und Muslimbruderschaft, das ist der politische Islam nach Hassan al-Banna. Also wie gesagt, also selbst innerhalb des sunnitischen Islams haben wir hier mehrere islamistische Ansätze. Die da auch in Syrien wüten, wo man dann plötzlich nicht gewundert hat, dass da der syrische Präsident oder Diktator, wie man ihn auch immer nennt, stimmt wahrscheinlich beides, dagegen gewirkt hat und dann auch die Russen zur Hilfe geholt hat. Hergestellt wurden die im ersten Konflikt in Indonesien, Suharto Sukarno, wo Millionen Anhänger einer unabhängigen Politik gegenüber den USA hingemordet wurden, man kann das ja mal googeln, weiterhin hergestellt wurden sie durch den Überfall der USA auf den Irak, überwiegend sunnitisch, und dann auch gefördert. Und sie wurden natürlich in Afghanistan gegen den säkularen Präsidenten Najibullah, den hatte die Sowjetunion, eingesetzt nach ihrem, kann man unterschiedlicher Meinung sein, Einmarsch damals in Afghanistan. Also jemand, der ein säkulares Regime, kein religiös fanatisches Regime wollte. Und dann wurden die finanziert vom CIA und sind dann eben auch zu einem Teil aktiv geworden in anderen, also Tschetschenien und anderswo. Und auch bei den sogenannten Uiguren stecken da einige. Ja, also das ist sehr interessant, der Wahhabismus, dass der heute so eine, also wie gesagt, sorry, dass ich jetzt in der Folge heute so häufig unterbreche, aber das ist sehr, was Dieter hier gerade erzählt, dass der Wahhabismus so politisch relevant ist, das hat wirklich zum Großteil mit politischen Überlegungen westlicher Großmächte zu tun. Dieter hat hier gerade die Unterstützung der Mujahedin durch die USA angesprochen in Afghanistan im Bürgerkrieg in den 80er Jahren. Aber man kann noch viel weiter zurückgehen. Also dass die Wahhabiten mit Saudi-Arabien ihren eigenen Staat bekommen haben, das war eine Entscheidung des britischen Empires. Als die Osmanen noch die Großmacht in der Region waren, da haben sie die Al-Sauds, also diesen wahhabitischen Stamm, der in der arabischen Wüste eine relativ starke Machtposition hatte, sofort von osmanischem Gebiet vertrieben, wenn er dort irgendeine Stadt angegriffen hat oder so. Also wenn Deutschland und damit das Osmanische Reich den Ersten Weltkrieg gewonnen hätte, dann wäre der Wahhabismus, also diese gefährlichste Form des politischen Islam, sage ich mal, heute kein Thema. Also das hat wirklich sehr viel mit dem Ausgang des Ersten Weltkrieges zu tun. So eine Ideologie muss nicht nur existieren und ein extremistisches Fundament haben, um gefährlich zu sein. Sie braucht auch reale Macht. Und es waren Sturmau schreibt schon, ja, Ersten Weltkrieg gewinnen. Ja, aber es ist ja tatsächlich so. Also die Wahhabiten haben sich, also die Al-Sauds haben schon den Wahhabismus im 18. Jahrhundert als Stammesreligion angenommen. Damals hat ja so ein konservativer Prediger, wie hieß der denn? Mohammed Ibn Abd al-Wahhab hieß der, glaube ich, nachdem ist der Wahhabismus benannt. Da hat der Stamm der Al-Sauds das als Stammesreligion angenommen, um sich gegen die anderen Stämme durchzusetzen. Es gibt nämlich im Wahhabismus diese schöne Praxis, dass andere Leute für ungläubig erklären. Und wenn man andere für ungläubig erklärt, ja, dann sind sie halt ungläubig und man kann sie egal töten. Und das ist in so einer Stammeswelt, wo jeder Stamm gegen jeden kämpft, sehr praktisch, wenn du damit die religiöse Autorität hast, alle anderen Stämme quasi brutalst niederhalten zu können, indem du sie einfach zu Ungläubigen erklärst. Also es ist ein sehr einfaches Mittel, um
um seine eigene Machtposition zu festigen. Und dieser Wahhabismus, der ist unter diesen extremen Bedingungen der arabischen Stammeswelt entstanden. Und dass das zu so einem weltpolitisch relevanten Faktor geworden ist, was heute von Nigeria bis Pakistan so islamistische Organisationen sich auf diese Ideologie berufen, dass zahlreiche islamistische Terrororganisationen entstanden sind. Das hat wirklich mit den machtpolitischen Überlegungen westlicher Großmächte, allen voran Großbritanniens und der USA im 20. Jahrhundert zu tun. Das kann man nicht häufig genug betonen. Also der Wahhabismus, der wäre für den Islam wahrscheinlich ähnlich repräsentativ wie die Lords of Resistance Army fürs Christentum. Googelt ruhig mal Lords of Resistance Army. Also im Christentum, da gibt's auch solche extremistischen Organisationen. Wenn es nicht diese ganzen politischen Entwicklungen gegeben hätte. Von der Gründung Saudi-Arabiens an, über die Förderung der Mujahideen, über die Förderung von islamistischem Terrorismus und des Krieges gegen den Terror, der den Terror eher noch gestärkt hat, was wir in den letzten 25 Jahren ja gesehen haben. Also das ist tatsächlich alles sehr, sehr interessant und da sollte man es sich nicht zu einfach machen. Das wollte ich nur sagen. Es ist nicht der Islam, der diese Ideologie gebiert. Wie gesagt, der Wahhabismus kommt aus dem 18. Jahrhundert und war bis zur osmanischen Niederlage im Ersten Weltkrieg politisch außerhalb der arabischen Halbinsel vollkommen irrelevant. Der war in den arabischen Wüsten, also sehr ökonomisch überhaupt nicht entwickelten Regionen, also auch in den arabischen Küstenregionen, konnte der Wahhabismus nie Fuß fassen. Das war wirklich die arabische Stammeswelt, die Wüstenregion, wo kein normales Staatswesen gegründet werden konnte. Da hatte er tatsächlich politische Relevanz, weil die Al-Sauds ihn als ideologisches Fundament ihrer Herrschaft verwendet haben. Aber erst durch die osmanische Niederlage im Ersten Weltkrieg konnte überhaupt erst ein wahhabitischer Staat entstehen. Also das sollte man immer dazu sagen. Drin. Das sind dann plötzlich Heilige, Menschenrechtler, die dem Regime in Pentagon und auch dem deutschen Regime zu Pass kommen, hergestellt wurde, also aus einer Religion. Ich bin ja nun nicht religiös, aber aus einer Religion ein Fanatismus. Das kennen wir in der Geschichte und das hängt auch mit den sozialen Umständen zusammen. Eine Ampel, die so eine Politik macht, die den deutschen Mittelstand, und da ist der bio-deutsche Obstverkäufer und der türkische oder der arabische oder der islamische, Kaffeehausbesitzer oder sonst wie, gleichermaßen betroffen. Eine solche mittelstandsfeindliche Politik macht, treibt denen die Hasen in die Küche. Das ist das Entscheidende. Weltweit wurden sie von denen finanziert und im Kleinen werden sie von ihnen durch eine verfehlte Wirtschafts-, Sozial- und auch juristische Politik dann weiter verschärft. Denn an sich haben alle Religionen ein Friedensgebot. Ja, also aber entschuldige bitte, das Christentum, ja. Also das muss ich ehrlich sagen, all diese Religiösen, die immer ihre Friedfertigkeit ihrer Religion mit ihren Geboten beweisen wollen, die können sich von mir aus wirklich gepflegt gehackt legen. Denn ich meine, die Brutalität des Christentums ist zu Recht legendär. Und nun haben wir aktuell als sicherlich brutalste monotheistische Religion den Islam auf der Welt, dessen Gewaltexzesse sich im Wesentlichen ja wiederum gegen die eigenen Anhänger richtet. Du hast es schon gesagt, es sind meistens ja, zahlenmäßig ist der Sunnite Islam ja weit in Führung. Es sind sunnitisch-schiitische Probleme, es sind wahhabitische und sonstige. Ich bin kein Religionskenner. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich interessiere mich auch nicht für die Interna dieser Religion. Ich halte Religionen fast alle gleichermaßen für ein Problem. Das ist meine persönliche Haltung und deswegen bin ich auch kann ich nicht für mich in Anspruch nehmen, das wirklich mit ausreichender Genauigkeit beurteilen zu können. Aber im Ergebnis, und das ist doch das Wichtige, ja, im Ergebnis müssen wir uns fragen, wieso in einem Land wie Deutschland, beispielsweise in Hamburg, eine islamistische Terrorhochburg entstehen kann, mit diesem Hamburger Zentrum, das es dort gibt. Aus dem Hamburger Umfeld kamen die Attentäter, die 9-11-Attentäter um Mohammed Atta. Und dieses Hamburger Zentrum speist jetzt diese Demonstrationen, die da stattfinden. Und schon um diese 9-11-Anschläge gibt es genug Fragen, die erstmal beantwortet werden müssen. Fragen, wie können diese Attentäter da eben hinkommen? Du hast es angerissen, ja? Warte, lass mich das kurz sagen. Für mich tatsächlich ist es ja wichtig zu verstehen, wie diese Terrororganisationen gefüttert werden von westlichen Diensten, wie sie eben als nützliche Gewaltzentren aufgebaut werden.
Wichtig ist aber auch vor allem erstmal zu sehen, dass wir bis heute dort nicht gegen handeln. Ja? Wenn wir spätestens seit Atta wissen, dass in Hamburg eine solche Hochburg ist des Islamismus, warum haben wir die denn dann da noch? Damals hätte ich noch geglaubt, wenn es heißt, ja, wegen rechtsstaatlicher Prinzipien. Heute man könnte fast sagen, vielleicht weil westliche Geheimdienste die noch brauchen. Aber das ist ja eine böse, böse Verschwörungstheorie. Wer sowas erzählt, dem wird sein YouTube-Kanal gelöscht. Deswegen will ich das hier auch nicht aussagen. Aber könnte man sagen, wenn man jetzt auf falsche Gedanken kommen würde. Weiß ich, dass das ein Hohn ist. Und ich gehe davon aus, dass Frau Nancy Faeser und Herr Haldenwang dieses islamistische Terrorzentrum so wollen in Hamburg. Also ich glaube, in dem Moment, wo man aus einer Religion diesen terroristischen Teil herauskitzelt, ich habe ja jetzt ein paar Hinweise gegeben, trägt man einen Terror, so wie das im Gaza jetzt geschieht, so in Generationen, dass er kaum mehr aus den Menschen weicht. Man kann dann mit großen Anstrengungen, so wie das Nelson Mandela in Südafrika getan hat, das war ja auch ein Terrorstaat, der übrigens auch religiös bemäntelt wurde von den Buren, von der Apartheid-Herrschaft in Südafrika, dann kann man vielleicht ein paar Modi Vivendi finden. Aber ich will es nur einem Beispiel sagen, weil das immer alles unterschlagen wird. Du hast völlig recht, wenn du auf das Christentum hinweist. Es ist in zum Beispiel den historischen Genen des serbischen Volks, die ja dann bombardiert wurden von Joschka Fischer und unserer rot-grünen Bundesregierung, damals ist angelegt, dass dort serbische Kinder, über 20.000, im Beisein katholischer Bischöfe, die den Segen spendeten, Speere in den Hintern Geburt bekommen haben und im Beisein ihrer Eltern hingemetzelt wurden, von der Ustascha. Also einer faschistischen Organisation sind die... Was? Ich dachte, das wären Freiheitskämpfer. Wurde uns zumindest erzählt. Das steckt den Serben drin und das hat natürlich auch dann wieder einen Ausbruch gebracht in dem Jugoslawienkrieg. Also man muss in der Geschichte tief bohren und dann kommt das Fingerzeigen auf andere etwas zu kurz, weil man selber eben sagen muss, habe ich in den historischen Debatten das wirklich erwähnt? Da muss man gar nicht in die Kreuzzüge zurück und in die Hexenverbrennungen zurück. Da gibt es ganz aktuelle Beispiele, wo Bischöfe, übrigens auch im Faschismus, der Papst, darüber hat ja Rolf Hochhuth das Stück Der Stellvertreter geschrieben, wo eben die Religionen so zum Werkzeug des Faschismus und des Staatsterrorismus werden, dass es eben ganz schwer wird, dann wieder diese Gewalt einigermaßen in den Griff zu bekommen. Man muss sich darum bemühen, wir tun das in dieser Sendung, Kevan tut es, du tust es, indem wir sagen, Modi Vivendi finden, auch wenn es nicht die große Freundschaft mehr wird, aber eine Umgangsform finden mit den anderen. Nur hier hast du natürlich recht, da hast du diese lange Tradition in Hamburg. Es ist offensichtlich niemand geglückt, das Nest dort auszuheben, von dem auch die Attentäter von 9/11 gekommen sein sollen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir an diesem zivilisatorischen Auftrag, der auch im Grundgesetz drinsteht, dass eben die Meinungsauseinandersetzung die einzige Chance ist, das menschliche Miteinander zu erhalten. Und das geht eben gerade in die Grützwurst, weil gerade eben auch das entscheidende Argument, Gegenargument, Streitkultur, unterschiedliche Meinungen aushalten, gerade zu kurz kommt. Und das ist genau der Nährboden, den diese Islamisten brauchen. Welches Schlusswort? Aber Dieter, damit hast du natürlich nebenbei auch, wahrscheinlich ist es dir klar, mit dem Hinweis darauf, dass wir anderen nicht den Finger zeigen dürfen, also den moralisch erhobenen Zeigefinger des Besserwissens, en passant auf die gesamte Grundlage der Grünen Partei zerstört. Ich danke dir dafür für den Hinweis. Denn wenn das nicht mehr erlaubt ist, dann bleibt diesen Damen und Herren wenig bis gar nichts. Sehr bitte dafür, dass uns etwas bleibt, nämlich einerseits eure Meinung, die uns auf nachschlag.express. Okay, meine Meinung, wie gesagt, die erste Schlagzeile hat ganz klar gewonnen. Krieg ist Ziel von Paul Brandenburg ist die Schlagzeile der Woche. Wie ihr das seht, müsst ihr entscheiden. Schlagpunkt Express abstimmen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, war eine interessante Reaktion. Diesmal konnte ich tatsächlich viel mehr sagen, da es um geschichtliche und geschichtliche Themen tatsächlich ging. Ich meine, sowohl die Kriegshetze gegen Russland als auch der Missbrauch von Islamisten der Gebrauch von Islamisten für machtpolitische Ziele sind ja keine neuen Erscheinungen. Das haben wir ja beides schon sehr, sehr lange. Wie gesagt, in diesem Sinne bis zum nächsten Mal und hoffen wir, dass dann Paul Brandenburgs YouTube-Kanal immer noch online ist. Da muss man ja aktuell von Woche zu Woche schauen, dass einem da nicht der Kanal weggelöscht wird.